Oh, es hat mich fast getroffen, Alter. Ich bin da mal weg, Dee. Ciao. Wo lang gehe ich überhaupt gerade? Gehe ich über die Mitte? Oh, wie spannend. Da war ich noch gar nicht. Ach Gott, ist es hier schön. Oh. Oh, der wurde einmal getroffen. Da muss ich natürlich rausholen. Aus diesem Debakel. Hey, Kinders. Was geht bei euch ab? Willkommen zu League of Legends. Ist es die Möglichkeit? Ich habe jetzt fast 8 Minuten in diesem Ladebildschirm gesessen, weil irgend so ein Hund nicht fertig geladen hat. So, wie war nochmal eure Kaufempfehlung? Ich glaube, dieses Blade soll ich kaufen. So. Dann noch einen Trank. Und das for free. So, so weit, so gut. So wie es aussieht, muss ich in der Mitte gucken? Ah, ich soll top gehen. Okay, gut. Incoming. Ich bin voll der Teamspieler, weißt du? Er sagt, ich soll zu ihm kommen. Wie er mich anschreit, Mann, was ist mit dem los? Ich wollte gerade noch sagen, wie toll ich bin, dass ich komme. Ich schreibe incoming. Okay, er schreibt dir, ich ziehe alles zurück, überhaupt nur das Gegenteil. Er ist richtig hübsch und ein toller Mensch. Ich glaube, der ist echt ein schöner Mann. Oder eine Frau, je nachdem, wie das halt so aussieht. Ja. Fuck, ich habe den Skill-Ding vergessen. Ich glaube, R-Q-W-E. Also Q jetzt. Wir hypen uns hier so ein bisschen auf. Also, ich glaube, das wird schon. So, mach ich locker. Ah. Das war mal wieder nicht mein Last Kill, ne? Natürlich. Ist logisch. Ist es möglich, dass ich hier vielleicht... Alter, Vorsicht. Ist es möglich, dass ich hier vielleicht kurz meinen Schuss einsetzen kann, meine Damen und Herren? Hallo? Komm, ich helfe dir. Lass mich dir ein bisschen helfen. Legen wir mal los hier mit dem verschissenen Turm. Und da kommen sie wieder angerannt. Oh ja, sehr gut. Ist das zum Kotzen? Ich habe schon wieder aus dem scheiß Spiel rausgeklickt. Ich glaube, ich habe diesen Fastcast schon, ne Leute? Oder Fast-Ding. Ich drücke auf W und es wird direkt dahin geschossen, wo ich meine Maus gerade in dem Moment habe. Ihr habt mir ja vorgeschlagen, dass ich es anschalten soll. Ich glaube, es funktioniert schon. Das sagt jetzt gerade wieder so, ne? Ich meine, das war jetzt so eine Drilli-Milli-Billi-Sekunde, aber er denkt jetzt, ich wäre ein Vollidiot, weil ich vom Turm voll angehittet wurde. Sehr gut, komm, geh ran, Alter. Gut, ich kann wieder die nächste coole Sache leveln. Und zack. Komm, ein Hit noch und jetzt gehe ich wieder weg und hau mal ein bisschen mit Q hier drauf. Hört doch mal auf mich zu schlagen, ihr kleinen Pisser. Voll die unhöflichen kleinen Leute, ne? Krass. Also er und ich sind hier gerade übelst am Dominieren. Aber hier war auch noch kein anderer Champion irgendwie. Also von daher haben wir noch ein leichtes Spiel gehabt bis jetzt. Ich dachte, diese Special-Attacken machen dem Turm nichts. Warum rotzt er jetzt da seine Ultra-Attacke drauf? Also nicht Ultra, aber ihr wisst, was ich meine. Was ist so los? Warum macht ihm das? Habe ich im Griff. Geh zur Seite, mein Sohn. I do my best work for my shit. So, kloppen wir den Turm down. Komm. Ah, fuck, wir haben gleich keine Minions mehr. Heißen die jetzt Minions eigentlich oder Creeps oder wie? Oh shit, was habe ich getan? Bro, lauf lieber davon. Oh, der wurde einmal getroffen. Da muss ich natürlich rausholen aus diesem Debakel. Ich verhuddle andauernd diese Last Hits, ne? Ich bin so schlecht. Ich weiß, ich muss unbedingt immer Last Hits machen und sowas, aber ich krieg's nicht gebacke. Meine kleinen Minions sind einfach zu schnell. Die sind so fix mit ihren kleinen Finger. Die sind abnormal. Das ist krass, ne? Das ist abnormal. Jetzt machen wir einen Down den Scheißturm, Alter. Fasst unsere Creeps nicht an. Sonst raste ich, ne? Da raste ich. Creeps, los geht's. Bitches. Komm, ich muss hier mal ein bisschen reinkloppen und mal wieder aufleveln. Nicht wahr? Es lohnt sich, aufzuleveln. Ich bin froh, dass ich wieder laut sprechen kann. Wobei diese leise Geschichte auch was hatte, finde ich. Also einige von euch haben mir auch geschrieben, dass sie es sehr, sehr cool fanden. Und mir hat es auch irgendwie gut gefallen. Bam! Da habe ich den Kill geklaut, den Turret-Kill, Alter. Oh, ich bin so ein Arschloch. Ich hoffe, er ist jetzt nicht sauer, aber er hat sich hingestellt und schreibt wahrscheinlich gerade irgendwas. Ich darf mir gleich die Saltiness anhören. Watch out now. Okay. Er umsorgt mich voll, er umgarnt mich. Ich glaube, er denkt, ich wäre eine Frau. So hat man es früher ja immer gemacht. Man hat sich in den MMORPGs immer Frauencharaktere geholt und hat dann von den ganzen Männern so Scheiß geschenkt bekommen, weißt du? Ayo. Da spielen direkt die Hormone mit, ne? Aha. Ja. Bam, Bitches, get out the way. Meine kleinen, verschissenen Mini-Minion-Creeps holen mir jedes Mal den Last Kill, verpisst euch doch. Schon wieder. Halt man eigentlich im Gebüsch schneller oder warum stellt er sich da jetzt gerade rein? Einfach so zur Chillung? Gefällt ihm das irgendwie? Macht ihm das geil? Oder woran liegt es, dass der sich jetzt so hier stellt? Warum macht der das? Oh, fuck. Leicht daneben gehauen. Oh ja, ich kann meine Ultra machen. So. Meine Ulti, meine ich. Das heißt ja Ulti, nicht Ultra, ne? I will not say her. Das ist ein Kriegsschrei. Okay, Bro, komm lieber mal hoch. Ah, mein Mana war leer auch. Mich eben gewundert, warum ich nicht draufhauen kann. Und dann war's klar. Logisch, es macht natürlich vollkommen Sinn. So, wir machen das hier down. Scheiß Ding. Oh, lieber nicht. Aber gleich ist es hin. Wenn unsere nächste Welle ankommt, ist er down, der Turm. Ich meine, the turret. Könnte das etwa unser erster Sieg werden? Oder wie darf ich das verstehen? Wow. Achso, wann soll ich eigentlich einkaufen gehen? Jetzt, wo es gerade so gut läuft, trotzdem gehen? Oder meint ihr, ich mache einfach so lange weiter, bis ich zurück muss und mich heilen muss zum Beispiel oder dergleichen? Wie seht ihr das? Ach, kommt ihr kleinen Creeps. Jetzt wurden wir voll aufgerieben. Jetzt kriegen wir den Turm natürlich nicht down, ne? Ah, da kommen die Nächsten. Sehr gut. Ja, neues Level up. Bam. Ach, wie ihr da meint, mit Level 4 angerannt zu kommen, ne? Wow, scheiße, hat mich der Turm getroffen. Da kommt mein Mate, Alter, er ist down, da ohne, der ist jetzt gedownt. Kann aber glauben, ne, dass er jetzt down ist, die So, Bro, helf mir mal kurz hier aus, dass wir die down machen. Und dann fällt nämlich das nächste Turret von den Dödeln. Gute Nacht, Turret, Alter, gute Nacht. Jetzt ist Tuck bei dir. Bro, lass dich mal nicht vom Turm knallen. Ach komm, du bist echt ein Dödel. Warum ist er denn jetzt so reingegangen? Wir hätten das doch safe gehabt.
Wir hätten das so safe gehabt, ne? Er schreibt, wow, ich hoffe, er gibt mir jetzt nicht die Schuld. Top. Ich wollte wirklich auf Nummer sicher gehen und erstmal den Turm ficken. Aber nein, er muss sich auf jeden Fall richtig die Kante geben. Hier, kleinen Pisscreeps. Wenn mich die Schüsschen trotzdem noch treffen, auf 8 Kilometer Entfernung fliegen sie mir hinterher. Ich war doch da jetzt nicht wirklich schuld dran, oder? Er hat doch jetzt echt nicht von mir verlangt, dass ich ihm helfe. Wo er doch voll in der Scheiße saß mit diesem blöden Turm und den Creeps noch außenrum. Also das war natürlich, das war nicht wohl überlegt, mein Freund. Ist er, also ist dieser Mann ein Charakter, der schreit und sein Schwert dreht? Und er sich mit seinem Schwert dreht? Ist das so ein Oh, Scheiße, der Dicke oder was? Geh mal weg, hui. Oh, Marina Kirsch. Nee, krieg ich mich nicht. Tschüss. Er meint auch gerade, er kann mir hinterher rennen, ne? Das mach ich nicht fertig, du Babsack. Achso, hier sind schon Creeps von ihm wieder. Ah, scheiße. Das hab ich nicht gesehen. Ich dachte, das wären alles meine. Dann hätte ich ihm nämlich was reingedrückt, verstehst du? Und nicht zu knapp, nur mein Freund, nicht zu knapp. Ist er da drin bestimmt, Achtung. Doch nicht. Ich dachte, der keult sich gerade ein. Wo bleibt eigentlich mein Mate? Ist der jetzt für immer weg? Hat er Angst jetzt? Da ist er ja, Bro. Ich weiß, wahrscheinlich sollte ich jetzt langsam mal einkaufen gehen. Ich habe ihm schon wieder das Sword geklaut, ne? Ich Drecksack. Oh, Bro, wo ist dein Life hin? Geh weg, renn. Ach komm, ich beam mich jetzt zurück. Ich brauche jetzt einfach die Beamung. Ich habe 3000 Gold, ich muss das mal einkaufen. Ich bin eine Frau, hallo? Ich komme nicht so lange klar, ohne einzukaufen. Los geht's, B. Nein, nicht B, halt. P, P. Reimt sich ja auf B, soweit man weiß. Soweit ich, ne? Scheiß, Leute, ich habe mir die Dinger nicht gemerkt. Ich glaube, ich soll mir den Hardcore-Schuh holen, habt ihr gesagt. So, den habe ich mir gekauft. Ich glaube, dann soll ich mir das hier holen. Oder das? Big fucking sword. Ich hole mir das hier und noch Tränke. Ich nehme an, da ich jetzt aber diesen goldenen Schuh habe, brauche ich nicht den anderen Schuh zu kaufen. Den schwächeren. Die Attribute des schwächeren Schuhs würden zwar zu meinem starken Schuh dazukommen, oder? Also insgesamt meinen Charakter aufwerten. Aber eigentlich ist es Quatsch. Wenn wir ehrlich sind, oder? Sind wir mal ehrlich. Wo lang gehe ich überhaupt gerade? Gehe ich über die Mitte? Oh, wie spannend. Da war ich noch gar nicht. Ach Gott, ist es hier schön. Oh, so eine Landschaft, ne? Da freut man sich doch, dass man hier wohnen kann. Spielen kann. Bro, was machst du? Jungelst du da gerade rum, du alter Jungler? Ich kenne mich nämlich aus mit den Figuren. Ich weiß, wie die geschrieben werden. Mit J. Guck mal, ist der fett. Ich stun ihn erstmal hart. Bitch! Oh, das war schon gut, ne? Bam! Komm, den hole ich mir. Double Kill. Auf. Ja, nice. Nice, Leute. Nice. Den haben wir zu dritt gepimmelt, Alter. Dem haben wir es gegeben. Und da level ich direkt die nächste Attacke. Da kenne ich nichts. Mit einem starken Team, verstehst du, kann ich als starker Spieler auch mal was reißen, ne? Also als starker Anfänger, sag ich mal. Ich meine, letztes Mal habe ich ja echt totale Lappen im Team gehabt. Das war ja Lulli-mäßig. Aber das hier, das sind die gut aussehenden Spieler, ne? Warte, Bro, ich mach mal die kleinen Viecher weg, gell? Die stören dich doch bestimmt. Wow, 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 wow. Bam! Oh shit, ein Dicker. Bra, bra, ein Dicker, das ist ein Dicker. Pass lieber auf mit dem Dicke, du. Der ist ganz schön base. Das sag ich deinem Bruder, Alter. Komm! Ja, nice! Ich hab den Klick geklaut, fuck. Ich wollte ihm jetzt echt nur helfen. Was ist für ein Scheißvieh? Wie es daneben steht. Oh, scheiße, es trifft mich voll. Und was es für einen Schaden macht. Was ist das für eine krasse Ultra-Krake hier, ey? Finde ich mal überhaupt gar nicht tight, ne? Von der Krake da jetzt, dass sie uns hier so zerkloppt. Heile ich meinen Mate mit, wenn ich mein Ding ins Kirchens hole, meinen Trank? Heile ich dann den Mate auch? Sah gerade so aus. Um ihn sind auf einmal voll die Schniedeleien entstanden. So, jetzt zerreißen wir sie. Bro, wir brauchen keine Hilfe. Er ruft die ganze Zeit um Hilfe, Mann. Wir machen das easy. Wir sind sogar schon zu dritt. Machen wir sowas von locker hier, die Lane, Alter. Die anderen können schon mal AFK gehen für eine Stunde. Verstehst du? Zack, boom, Alter. Killing Spree. Ich bin auf dem Killing Spree. Ich habe ein bisschen geklaut. Gut, ich habe ihn geklaut. Ich gebe es offen zu, offenkundig. Aber ich habe auch echt eine hübsche Ash. Ash. Witzig geschrieben, ne? Er hat gedacht, er trifft mich mit seiner widerlichen Scheißkrake. Aber Kills an sich sind doch eigentlich nicht wichtig, so wie bei Counter-Strike auch, oder? Es geht doch um den Teamsieg. Klar, ist jemand, der überhaupt gar nichts killt, jetzt auch nicht gerade der Top-Mitspieler, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss jetzt nicht und so weiter und so fort. Und ich bin auch gut an jedem Ort. Das ist logisch. Guck mal, wie er hier rumfliegt. Er meint gerade, er kann uns irgendwie beeindrucken. Sind wir jetzt gut oder sind wir jetzt gut? Wir sind saugut, ne? Aua, da hat mich getroffen, den Hibibibor. Wann heißt es? Komm! Ja, ich hab geklaut. Aber ich bin mir wenigstens dessen bewusst, meine Arschlöchrigkeit. Ich weiß es. Diese widerliche, fette Krake. Oh, scheiße. Oh, es hat mich fast getroffen, Alter. Ich bin da mal weg, D. Ciao. Zum Glück ging mein schneller Rennen noch. Holla die Waldfee, ey. Sofort nach Hause, aber ganz schnell. Aber zackig. Die ist ja immer noch da.
Ah, nice, ich hätte mich umdrehen sollen, so ficken müssen, ne? Das wäre so geil gewesen. Direkt mal Thanks schreiben, da kenne ich nichts. Ich bedanke mich halt auch mal, wenn es sein muss. Ich bin einfach auch ein klarer Kerl. Wenn man das selbst über sich sagt, klingt das irgendwie so richtig arschlochmäßig. Ich bin ein klarer Kerl. Gut. Ich habe bis jetzt noch nichts doppelt gekauft. Ich hole mir jetzt das hier. Ich glaube, es war irgendwas mit Hurricane, was ich kaufen sollte. Jetzt habe ich noch genug Gold übrig. Da hole ich mir noch diese Schwerter Jahrtausendwende. So. Ah, hier war dieses Goldene dabei. Das Goldene habe ich hierfür gebraucht. Ah, jetzt wird mir so langsam einiges klar, wo die Sachen hingehen, wenn ich sie vermisse. Wenn sie verschwinden, weil ich sie doppelt brauche. Für diverse Dinge, die ich nicht kenne. Das war jetzt aber schon ein langer Satz, ne? Ey, wir gewinnen. Easy, Mann. Komm, ich mach mal eben das Ding hier down. Aber egal, es läuft einfach. Die haben no chance. Die haben no fucking chance. Legendary shit in my pants. Ist das schon die Base hier? Ajo! So haben sie gemeint am Anfang. Ne, die haben nicht geschrieben, war ein Scherz. Das war jetzt mal ein flottes Spiel, Leute. 29 Minuten. Wir ziehen mal noch 10 Minuten Wartezeit ab. 19 Minuten Spiel. Das lobe ich mir, ne? An der Stelle nicht vergessen, einen Daumen nach oben geben. Ihr wisst, es schützt vor Krebs, vor Geschlechtskrankheiten. Es schützt leider den Kanal nicht davor, weiter zu wachsen. Verstehst du? Hallo, Kinders, gell? Oh.